Joho, willkommen zurück zum Let's Play Tomb Raider 1. Was habe ich gemacht? Ich habe den Schlüssel benutzt. Da hinten ist gleich das Levelende, aber wir wollen hier nochmal ins Wasser springen, um zu schauen, was denn hier unten abgeht. Nichts, doch. Ein Krokodil geht hier ab. Raus. Hier haben wir noch einen Hebel. Aha. Sehr gut. Ne, da komme ich her, ne? Oder komme ich daher? Ja, super, das sieht alles gleich aus. Ne, ich glaube, hier sind wir richtig. Oh, okay. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Dann war das andere wohl das Geheimnis. Mist. Jetzt habe ich gedacht, ich kriege hier endlich mal alle Geheimnisse. 55 Minuten, das war aber lang. Naja, gut. Hauptsache ein Level weiter. Nee, das kann ja kein Geheimnis gewesen sein. Das andere war doch das Geheimnis. Egal. Egal. Ah. Okay. Das ist jetzt der Palast des Midas. Wir schleichen uns ans Ufer. So, da kann man lang. Da kann man lang. Da kann man lang. Fangen wir links an. Links lang, links lang. Und drehen wieder um. Dann gehen wir jetzt rechts lang. Rechts lang, rechts lang, rechts lang. Und drehen wieder um. Ah. Lass mich. Oh. Nein. Oh, geil. Krokodil hält uns auch für bescheuert. Was hat das tolle Krokodil denn hier beschützt? Wieder teilen sich die Wege, wie ich sowas ja hasse. Also gehen wir zuerst mal hier hoch. Ach nee, nicht die Kacke. Ich da schon sehe, habe ich da schon keine Lust mehr drauf. Will er hin? Kein Bock mehr? Schock nicht, die hat Waffen. Ich kann die nur umklappen. Das ist unfair. Ich gehe. Hier oben gibt es übrigens ein Medipack, wo ich glaube, wo man gar nicht so wirklich hinkommt. Ich glaube, das ist hier. Nee. Da kommt man so noch gar nicht ran. Aber wenn man nachher hier oben drauf ist, kann man hier rauf. Und da oben, ja, schön, Lara. Da ganz oben auf der Säule, da liegt, glaube ich, ein Medipack. Und da kommt man nicht hin. Ich glaube, nur wenn man sich da hochglitscht, kommt man dahin. Da oben sieht man schon so ein bisschen durchschimmern.
Da muss man sich irgendwie hochglitschen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier... Ach, gucken. Irgendwie muss man doch hier hochkommen, ne? Ich glaube, wenn wir über die ganzen Pfeiler hier springen, von Pfeiler zu Pfeiler zu Pfeiler, dann kommen wir am Ende auf die Plattform in der Mitte, wo wir hinwollen. Und man hört schon das Feuer brutzeln. Ein Medipack und Magnum-Munition. Das hat sich doch gelohnt. Sammeln. So, jetzt darüber. Und runterfallen. Ha 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 ha. Toll. Macht ja nix. Ich hab ja Zeit. Nein, nein. Oh. Lara. Das wäre es jetzt noch schön zu weit springen. Top. Aber ich glaube, das müssen wir nur einmal machen, weil wir jetzt von drinnen die Tür öffnen können. Jetzt einfach mal alle. So. Sollten ja eigentlich alle Türen offen sein, ne? Ach, nee. Ich glaube, das war... Die Türen hatten Kombination. Welchen Hebel man ziehen muss und welchen nicht. Die ich mir vielleicht hätte vorher mal angucken sollen. Den Scheiß nämlich schon mal nicht normal machen. Was ist das denn hier? Tja. Können wir uns jetzt aussuchen, was was bedeutet. Ich ziehe jetzt einfach mal den ersten und den letzten. Erst und der letzte. Wenn ich jetzt den ersten und den letzten wieder hochziehe, probieren wir das mal so. Müsste ich eventuell, als wenn ich jetzt die drei da alle hochziehe. So. Dann wissen wir schon mal, was die Symbole heißen. Na? Okay. Also steht das Y für gezogen und das Omega für nicht gezogen. Wenn die Tür jetzt immer noch nicht auf ist, dann fühle ich mich verarscht. Sieht offen aus. So, jetzt gucken wir noch mal kurz nach dem Medipack hier. Man nämlich nicht hoch.
bringt nichts. Und irgendwie kann man glitschen. War das jetzt, wenn man sich hier in die Ecke stellt? Wenn man da jetzt die ganze Zeit so ein bisschen springt? Nö. Dann war das die Ecke. Und wenn das auch nicht geht, dann bin ich einfach nur zu doof dazu. Musste sich da irgendwie so halb reinstellen. Oh, ja. Ich bin doch schon so ein Held, ne? Lass mich doch, blödes Medipack. Guten Tag. Weil jetzt mache ich hier natürlich genau die letzte Tür auf, ne? Ja. Hier müssen wir nämlich drei Goldbarren einsetzen, um da durchzukommen. Und in den anderen Türen finden wir Silberbarren. Und diese Silberbarren müssen wir vergolden. Und dafür gibt es hier auch irgendwo die Möglichkeit für. Ich speichere mal noch nicht. Oder? Doch. Ich würde ich speichere und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Das trifft sich ganz gut. Guck mal her hier. Zack. So. Überschreiben. Ja. So. Und ich hoffe, ich treffe euch in der nächsten Folge wieder.